Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ein der Bastler. Ja, in dieser Folge geht es um meine Werkstatt. Ich wurde schon mehrmals angeschrieben oder man hat mich mehrmals gefragt, ob ich nicht meine Werkstatt mal vorstellen könnte. Ich habe hier eine 12 Quadratmeter kleine Kellerwerkstatt. Mit der Zeit hat sich hier einiges geändert. Ich meine, ihr kennt die ersten Zeiten noch nicht. Ich könnte sagen, die ist jetzt in einem relativ guten Zustand. Es muss auch einiges gemacht werden und. Dazu kommen wir gleich. Wie hat das Ganze angefangen? Als kleiner Junge in einem alten Fachwerkhaus hat man immer wieder was zu tun, beziehungsweise der Vater, der hatte viel zu tun gehabt. Jeden Sommer wurde irgendetwas im Haus gemacht. Und da habe ich auch sehr, sehr gerne mitgeholfen, weil das Handwerk, das war für mich immer so eine sehr, sehr interessante Sache zu sehen, wie man selber Dinge erstellt oder herstellt, baut. Ja, es war für mich immer sehr interessant. Also viel Arbeit, viel Spaß gehabt. Ja, und nach langen, langen Jahren, nachdem ich mir diese Eigentumswohnung gekauft habe, hatte ich auch die Möglichkeit, jetzt mal meinen Keller so einzurichten, wie ich es haben wollte, ohne dass ich irgendwie nach ein paar Jahren hier wieder ausziehen muss. Also musste aber erstmal der ganze Kram hier raus, Auto gemietet, Klamotten, alles rein und weg damit, ab in die Mülldeponie, so dass ich dann hier erstmal einen leeren Raum hatte. An meiner rechten und an der linken Seite sind Gitter. Das sind keine Mauern, das sind Gitter. Also habe ich das Ganze, die ganzen Gitter mit Styrodur erstmal abgedichtet. Und ich kann das euch mal so zeigen. Machen wir mal so. Wenn wir jetzt mal hier in die Richtung schauen, hier habe ich auch USB-Platten verlegt. Auch da sind Gitter, allerdings ist von oben sind es 50 cm und von unten sind es ungefähr so 800, also 80 cm Mauerwerk. Da habe ich einfach Dachlatten montiert und auf diese Dachlatten dann die USB-Platten. Dasselbe Prinzip auch hier an der Seite. Ich drehe mal die Kamera in die Richtung, damit ihr das seht. Auch hier habe ich dasselbe gemacht. Hier haben wir natürlich eine etwas größere, ein größeres Gitter gehabt, aber auch da habe ich Dachlatten von oben nach unten verschraubt und auf diese Dachlatten dann eben die USB-Platten. Somit habe ich natürlich sehr, sehr viel Platz, um Regale anzuschrauben, zu befestigen oder auch solche Sachen. Das wird sich natürlich auch in Zukunft komplett verändern. Habe ich ja schon mal angesprochen, French Cleat. Das wird wahrscheinlich dann an die Wand kommen und wie ihr seht, eben die Rückwand, also die Wand hinter mir. Die Idee mit den drei Kisten hier oder mit dem Kasten mit Glas, das ist Glas, kein Plexiglas. Ich hatte das Glas da gehabt und habe mir gedacht, so pass auf, brauchst du dir solche Kasten, um die Werkzeuge, um sie einfach vor Staub und Schmutz zu schützen und das Ganze dann halt so ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Ja, welche Schritte habe ich gemacht? Ja, wie gesagt, ich habe erstmal hier komplett leer geräumt. Dann kamen nach und nach Werkzeuge. Ich habe mir eine Tischkreissäge gekauft, ich habe mir eine Oberfräse gekauft. Also die Reihenfolge, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Aber also mal grob, meine erste Tischkreissäge war die PTS-10, dann habe ich sie ersetzt durch die GTS-10XC und die Oberfräse, meine Akkuschrauber, eine Bohrmaschine, den Bohrmaschinenständer habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen, habe dann noch eine zweite Bohrmaschine, die ich dann montiert habe, dann kam die Kappsäge dazu und dann die Schleifstation, ja, dieser kennt man ja auch, haben auch einige, die ich jetzt mal auf YouTube beobachtet habe. Hier ist die Schleifstation, hier so ein kleiner Tellerschleifer und oben ein Bandschleifer. Die Kappsäge, die habe ich mir jetzt auch vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren gekauft.
Ja, ich wollte natürlich die blaue haben, die Professional, aber habe mir gedacht, die kleine, die tut es auch. Im Moment ist es auch so, also ich brauche jetzt erstmal keine größere, keine blaue, die macht auch echt super Arbeit. Von daher bin ich sehr, sehr gut zufrieden damit. Oder bin ich sehr zufrieden damit. Dann kam als nächstes, und zwar als letztes an Maschinen. An Maschinen, ja gut, ich habe noch hier meine, hier habe ich meine Flachdübelfräse drin. Das könnte ich euch mal so zeigen. Sekunde. Na. Mal in die Schublade reinschauen. Hier habe ich die. Hier habe ich auch so einen Bandschleifer. Ja, so ein billiges Teil. Das ist nicht von Bosch, auch wenn es grün ist. Das ist so ein Lidl-Produkt. Gut, auch das hat mir mehrmals geholfen. Dann habe ich hier meine Handhobelmaschine, meinen Exzenterschleifer und die Flachdübelfräse von Triton. Auch die habe ich ein, zweimal angewendet, nur zum Testen, zum Probieren. Da muss ich auch mal ein bisschen öfters mit arbeiten. Ja, und wenn wir schon mal bei den Schubladen sind, die habe ich auch komplett selber gebaut, gebaut. Die Schubladen, auch die Griffe hier, ja, ist ein bisschen grob, aber stört mich nicht. Ist auch alles ziemlich cool. Hier habe ich hier so Krimskrams liegen, hier auch so eine Flakes von Bosch. Hier habe ich mein ganzes Schleifpapier-Sortiment auch noch nicht so aufgeräumt. Hier haben wir noch so eine Tupperdose mit Wasser für die Schleifsteine. Hier habe ich auch noch so eine Bohrmaschine, einen Heißluftföhn, meine Stichsäge und da hinten noch so eine, ja, so eine von Flex. Ja, das ist auch so ein Exzenterschleifer zum Polieren von. Ja. Damit poliere ich dann mein Auto, wenn ich mal Bock habe. Dann habe ich hier auf der Seite die nächste Schublade. Hier habe ich mein Crack-Jig. Ich hatte mal damals das Undercover-Jig gekauft. Damit war ich extrem unzufrieden. Also keine sauberen Arbeiten. Was heißt keine sauberen Arbeiten? Aber ich fand einfach das Teil hier, wisst ihr was? Ich glaube, ich könnte das verschenken. Hätte jemand Bock auf so ein Teil? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, dann gucke ich mal. Also das Ding ist zwar gut, aber wie gesagt, es muss ja immer wieder mit so einer Klemmzwinge, also mit einer Schraubzwinge am Material befestigt werden. Und das war mir dann umständlich, war halt einfach zu faul. Und ich hatte immer wieder diesen Gedanken. Der Gedanke war immer bei diesem Crack-Chick, deswegen habe ich mir das bestellt. Aber Leute, Moment mal. Ich habe ja noch ein Bit. Allerdings verwendet man hier bei dem, gibt es halt die ganz normalen Schrauben. Bei dem Crack, die haben ja spezielle Schrauben, die kriegt man auch im Internet. Eigentlich ist das Set komplett. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wer das haben möchte. Und das könnte ich jetzt mal spontan verschenken. Jetzt mal ohne Scheiß. Wirklich spontan. Ganz spontan, Leute. Von Wolfkraft, das Undercover Jig. Wer es haben möchte, soll mir bitte in die Kommentare schreiben. Ja, und dann schauen wir mal, wer der Glückliche am Ende ist. Wie gesagt, Crack Jig, Schraubensortiment. Dann habe ich hier wieder, auch hier habe ich die am meisten verwendete Schraubenlänge, habe ich mir damals bestellt. Da sind 1000 Stück drin, das reicht mir, glaube ich, 5 Jahre oder so. Auch eine coole Geschichte. Hier habe ich meine gesamte Elektrik, nein, das ist nicht die Schublade. Hier habe ich auch noch so ein paar diverse Kleinteile. Ihr seht, die Schubladen, die habe ich jetzt gestern etwas leer geräumt. Und zwar habe ich den ganzen Kram in Plastikboxen gepackt, die ich nicht brauche. Hier habe ich noch ein paar. Ja, das ist das Einzige, was ich an Elektrik habe. Ja, so Glühbirne fürs Auto, ein Blinker, Blinkleuchte. Also nichts Besonderes. Ich mache nicht viel mit Elektrik, deswegen. So, na. Und hier habe ich wieder hier das Teil, dass das jetzt hier so einfach rumliegt, das ist echt schade.
Das Ding kostet einige Euros. Das ist diese wie nennt sich das? Die Schleifhilfe für Hobelmesser und für die Stechspeitel. Die gibt es auch bei Dieter Schmidt. Das ist auch so ein richtig geiles Gerät. Das habe ich mal in einem Video von Philipp Konter gesehen. Aber davor hatte das der Heiko Rech, ja, der hatte das mal vorgeführt. Da hat er auch ziemlich genau erklärt, wie das Ding funktioniert. Das für die, die es brauchen, die können sich das gerne mal anschauen. Das ist ein geiles Teil. Hier habe ich noch so ein bisschen Vorrat an Bleistiften und so weiter. Die andere Schublade, die ist uninteressant. Ja, jetzt drehen wir uns mal so ein bisschen in die Richtung, in die Ecke, in die noch nicht fertige Ecke. Dann nehmen wir das Licht mit. So, ja, wie ihr seht, ich habe hier, vielleicht seht ihr es ja nicht, ich habe hier 6 solche Plastikboxen auch damals in einem Video von Michael gesehen, von Let's Bastel. Dazu kommen Regale, dafür werde ich Regale bauen und zwar auch an die Wand, French Cleat in der Höhe, ungefähr so Brusthöhe, vielleicht noch ein bisschen höher. Und der Rest bis zur Decke wird dann so ein Riesenregal sein. Und da werde ich diese Boxen einsetzen. Davon werde ich mir höchstwahrscheinlich noch ein paar holen, um einfach so Kleinteile, Ersatzteile drin zu lagern. Und natürlich auch so die ganzen Maschinenboxen, die ich jetzt in der Werkbank verstaut habe, vom Akkuschrauber und von der Schleifmaschine und. Die werden dann auch wahrscheinlich dann oben Platz finden oder was anderes. Mal schauen. Ja, jetzt kommt mein liebstes, geilstes Teil, was ich bisher gebaut habe. Und zwar ist es das spezial hergestellte, nein, natürlich nicht. Es ist so ein Haufen Dreck, was mir aber bisher ziemlich gut geholfen hat. Ich habe hier die Umbauarbeiten gemacht und ich hatte die ganzen Sprühdosen und die ganzen Klebebänder und sowas hier rumliegen gehabt. Und ich wusste nicht, wohin damit. Diese restlichen Hölzer, die stammen aus so einer Kommode, aus einem Schränkchen. Ich wollte den Schrank eigentlich wegwerfen, da dachte ich mir, komm, weißt du was, zerlegst du das Teil. Die unbrauchbaren Sachen, die kannst du abgeben zum Heizen. Und ja, aus den paar Brettern habe ich mir dann halt auf die Schnelle mal das Ding hier gebaut. Es hängt erstmal da, auch hier wird demnächst was anderes hinkommen. Oder es kommt ganz weg. Weil ich ja sowieso hier noch die ganze Wand später mit einem Regal versehen werde. So, das war es erstmal, was ich hier an Platzmöglichkeiten habe, was natürlich immer noch zu wenig ist, aber man muss auch selber mal gucken, wie man sich Platz schaffen kann. Ich werde jetzt mal die Kamera in die Richtung. Ja. Zu der Wand habe ich ja vorhin auch schon einiges erzählt gehabt, wie die Wand entstanden ist. Und da habe ich die ganzen Zwingen. Ja, es sind nicht viele, aber für meine bisherigen Projekte ausreichend. Es müssen natürlich noch einige dazukommen. Na, komm. Dieses blöde Teil. Ja, wie ihr seht, habe ich hier auch meine Zwingen, die Rohrschraubzwingen, Rohrzwingen von Bessie. Dann habe ich hier einige Wolfkraft Einhandzwingen und diese ganzen Klemmen. Wie gesagt, davon werde ich noch eine ganze Reihe kaufen müssen. Und dann werde ich auch dafür mal so ein Aufhängesystem machen, wie auch manch anderer YouTuber es gemacht hat. Im Moment, wie gesagt, tut es. Ja, im Moment klappt das. Es stört mich nicht. Es nimmt auch nicht zu viel Platz in Anspruch. Von daher passt das. Ja, dann habe ich hier noch ein paar Boxen an der Wand hängen. Das waren auch so Boxen, Holzboxen, Kisten, die ich geschenkt bekommen habe. Und auch da sind so ein paar kleine Teile drin. Die habe ich einfach an die Wand geschraubt. Mein Gott. Schlimm ist es nicht besser. Ich musste auch mal gucken, wohin mit dem ganzen Kram. Ich kann die nirgendwo abstellen. Deshalb
habe ich mir gedacht, montiere ich die Sachen einfach an die Wand. Was soll's? Ja. Und das sind diese zwei Kisten, die ich gebaut habe. Dafür gibt es ja auch Videos. Da bewahre ich mein Video-Equipment auf, also Ladekabel und ein paar andere Sachen. Das war eigentlich ein Auftrag, also das wollte jemand haben. Ich habe es fertiggestellt und ja, er wollte es anscheinend doch nicht haben oder er wollte es nicht abholen, keine Ahnung. Also habe ich es dann für mich behalten. Ja, und zu der Wand, auch hier habe ich mal diese zwei kleinen Hängeschränke, die habe ich damals gebaut. Wie der Name es auch sagt, Hängeschränke, die hängen hier in der Werkstatt an der Wand und die sind mir ein bisschen von der Tiefe her zu weit nach außen geragt. Die haben mich immer wieder gestört, deshalb habe ich die auf so zwei Kanthölzer draufgestellt und nutze das dann auch als Stauraum. Ja, Dinge, die man selbst baut, die möchte man ungern wegschmeißen, deswegen habe ich sie einfach behalten. Ja, ich habe hier meine ganzen Öle, Malerzeug, ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Dann drehen wir das Ganze mal so um, genau. Mein Leimvorrat und die ganzen Öle, Wachs, ja, Pinsel, Gedönste, Kreppband und alles. Dort drin. Auf der Seite habe ich dann meine Spanngurte, die ich hier liegen habe. Auch in so einer kleinen, in so einem kleinen Korb. Auch dafür kann man normalerweise ordentlich eine ordentliche Aufbewahrungsmöglichkeit bauen. Ja. Man kann, man muss es wollen, man muss die Zeit dafür haben. Aber ich habe ja schon mal gesagt, dass die Werkstatt ja noch nicht fertig ist. Es kommt noch einiges. Ja, und warte mal. So, ihr habt jetzt immer so einen groben Einblick in das Werkstatt. Ja, super, super, Ali. Ja, und meine schöne Ablage hier, ja, wo ich mein ganz außen mein Radio habe, wo ich meine Kaffeetasse abstelle, Stifte und hier so ein Stiftehalter, den ich mir vor meiner YouTube-Zeit gebaut habe. Das ist, glaube ich, irgendwie Kirchenholz. Ein paar Löcher reingebohrt, Stifte rein. Sieht ziemlich cool aus, war eine Zeit lang auf meinem Schreibtisch. Jetzt habe ich es in meiner Werkstatt. Ja, der oben hier der Schrank oder dieses Schränkchen. Da habe ich auch noch so ein paar kleine Sachen drin zur Aufbewahrung. Ja, das war eigentlich so alles, was ich zu der Werkstatt zeigen konnte. Was aber als nächstes noch hier in der Werkstatt gemacht werden muss, ist die Elektrik. Ja, die Elektrik, ich habe ja quasi nur am Eingang einmal den Lichtschalter und eine Steckdose. Von da wird hier alles versorgt mit Strom. Ich werde es aber so machen, dass ich vom Verteiler da oben an der Decke, also außerhalb, werde ich ein Kabel ziehen oder vielleicht hole ich es mir direkt von der Steckdose. Muss ich mal gucken. Ich hatte mir auch schon irgendwie 50 Meter Kabel gekauft. Ordentlich dickes, vernünftiges Kabel. Das muss dann, wie gesagt, hier komplett verlegt werden, dass ich dann wirklich fast an jeder Wand eine Steckdose habe, sei es jetzt auf der Seite, an der Seite und auch an meiner linken Seite, dass ich überall Steckdosen habe, um eben auch jetzt nicht unbedingt hier so Verlängerungskabel und Steckdosenleisten hängen zu haben. Da muss ich halt alles mal vernünftig machen. Dann noch eine Neuigkeit, meine Decke. Da habe ich ja, ich habe ja hier an den Wänden habe ich ja diese Leuchtstoffröhre. Schlecht ist es nicht, es macht Licht, aber ich finde, es sieht nicht schön aus und man hat hier kein homogenes Licht.
Es kommt zwar von irgendwo immer wieder Licht und mich stört es einfach, dass ich jetzt bei meinen Aufnahmen immer diesen Lichtstreifen und diesen Strahl hinter mir habe, auf der Seite genauso und drüben. Und dann muss ich nochmal zusätzlich hier noch so ein Studiolicht noch einsetzen. Das stört irgendwie, das ist zu viel Aufwand. Also habe ich mir LED-Panels bestellt, die haben eine Lieferzeit von 7 bis 14 Tage. Das heißt, ich habe jetzt eine Woche habe ich hinter mir. Ich glaube, wenn ich Glück habe, nächste Woche sind die Dinger da. Und ab dem 13. November habe ich Urlaub. Das bedeutet, eine Woche nicht zur Arbeit fahren. Stattdessen werde ich hier noch vieles, vieles machen. Ja, das ist so der Plan, was demnächst noch hier passieren wird. Und natürlich einige an fehlenden Stellen werde ich noch USB-Platten verlegen an die Wand. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, Elektrik verlegen, LED-Panel, Regal für Dosen und ja, genau, das war das eine Regal, was noch ersetzt wird, beziehungsweise ja, komplett wegkommt. Ja, es gab auch Kritik. Jetzt mal Themenwechsel. Ich habe ja letztens das, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Was war das letztens? Das habe ich ja beim Katzenhaus, genau. Beim Projekt Katzenhaus habe ich einiges an Kritikkommentare bekommen. Ein, zwei, also war jetzt nicht viel. Ja, erstens Thema, ich habe ja das Katzenhaus von innen mit Styropor verkleidet, damit da so ein bisschen die Wärme drin bleibt. Und das Styropor hatte ich im Video nicht nochmal von innen abgedeckt. Ja, Katzen im Katzenhaus, Styropor. Logischerweise werden die das lieben, das ganze Styropor da rauszureißen. Da kam halt so ein Tipp, Kritik, Tipp. Ich habe das Teil noch, also das Katzenhaus habe ich noch nicht abgegeben, also der Kollege hat es noch nicht erhalten. Ich werde das noch mit 3 mm MDF verkleiden, das wird noch gemacht. Deshalb danke nochmal für den Tipp, aber gleichzeitig habe ich ein Thema zur Sicherheit. Da hat ein Zuschauer, ich weiß nicht, ob es richtig wäre, jetzt den Namen zu nennen, ich lasse es jetzt erstmal aus, er wird sich sicherlich wiedererkennen. Arbeite mehr mit dem Schiebestock. Ein Teil deiner Sägereien war mehr als grenzwertig. Ganz besonders gut zu sehen, als du die Rückwand gekürzt hast. Das war halt in dem Katzenvideo, also nicht Katzenhausvideo. Es hat mich gefroren, als ich das gesehen habe. Ja, Leute, zu dem Thema muss ich natürlich sagen, wenn man selber hier arbeitet, bemerkt man eigentlich gar nicht ganz genau, was man da tut, dass man vielleicht irgendetwas vergisst und Schiebestock. Ich habe zwei von den Dingern, allerdings sind die so, ja, das sind diese Kunststoffteile, die etwas breiter sind und bei manchen Arbeiten passen die einfach nicht durch die schmale Stelle quasi. Und ich werde mir auf jeden Fall ein paar Schiebestöcke bauen, wo es dann viel, viel sicherer ist zu arbeiten an der Tischkreissäge. Und ihr seht, ich bin jetzt auch, ich habe mir auch auf jeden Fall die Sicherheitsschuhe, die ziehe ich mittlerweile auch an, nachdem ich auch jetzt den Arbeitsunfall auf der Arbeit hatte. Habe ich mir gedacht, Sicherheitsschuhe ist egal, ob zu Hause, im Garten oder auf der Arbeit, die Dinger müssen her. Ihr habt ja auch schon öfters gesehen, dass ich Gehörschutz auf habe und Augenschutz. Auch da habe ich mal damals so einen Splitter ins Auge bekommen auf der alten Arbeit. Und das führt echt zu krassen Verletzungen am Auge vor allem. Da sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. So, ja, ansonsten bin ich mit der Werkstattschau fertig. Ihr habt ja auch jetzt zwischendurch mal gesehen, meine Stickerwand, die habe ich auch noch gestern gemacht. Es sind einige Sticker schon aufgeklebt. Vielleicht erkennt sich der eine oder andere ja hier auf der Stickerwand. Ich erwarte natürlich noch einige Sticker, die sind höchstwahrscheinlich unterwegs. Sobald die dazugekommen sind und hier schon mal etwas
Leben drin ist, werde ich dann, wie gesagt, mich nochmal bei den einzelnen Leuten, die mich mit ihren Stickern versorgt haben, nochmal bedanken. Ich habe jetzt nicht zu jedem Sticker auf Instagram einen Post gemacht, sondern ich dachte mir, dazu mal ein gesondertes Video machen. Wird sicherlich schön sein. Ja, das nochmal dazu. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch einen angenehmen, schönen, restlichen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Leute, macht's gut. Bis dann. Ciao.